Weil hier ist die ganze Sache, die ganzen Coaches, Berater und so weiter nicht verstehen, wenn sie mal dieses große Ziel anpeilen, nämlich die, sagen wir mal, 100.000 Euro im Jahr, okay? Das ist eine ziemlich einfache Sache, ja, man muss das Ganze nur mal mathematisch betrachten, aber mit Mathe haben ja die meisten so ihre Probleme. Also, wenn ich 100.000 Euro im Jahr machen will, dann muss ich erstmal klar werden, wie viele Monate habe ich. Das sind 12 Monate, heißt, wenn ich 100.000 Euro machen will, ja, das habe ich schon mal ein bisschen vorbereitet, sind das 12 mal 8.400 Euro, die du machen musst. Ja, das heißt, du brauchst 8.400 Euro im Monat. Jetzt kannst du dir aussuchen, ob du netto oder brutto 100.000 Euro haben willst. Ich denke, netto wäre schöner. Ja. Heißt, wir brauchen 8.400 Euro im Monat. Jetzt ist die Frage, wie erreiche ich diese Summe? Ja. Konkreter, wie viele Kunden brauche ich, um diese 8.400 Euro im Monat zu erreichen? Dann können wir eigentlich eine beliebige Anzahl Kunden ansetzen und das diktiert unseren Preis eigentlich schon. Ja. Die Frage ist, wie viele Kunden kannst du als Coach oder Berater jetzt mal wirklich realistisch betreuen? Ja, das ist ja eigentlich die spannende Frage. Und sind wir ehrlich, so vielleicht maximal wirklich gut 6, 7. Ja, du musst ja auch eventuell noch mit Kunden arbeiten, die über mehr als einen Monat gebucht haben zum Beispiel. Ja, dann wären es in der Spitze ja fast schon 15 Leute. Also, sagen wir mal, wir brauchen einfach, wir können 6 Kunden jeden Monat neu betreuen. Ja, und betreuen die für einen Zeitraum von 8 Wochen, ist ein guter Zeitraum für so ein Coaching-Paket zum Beispiel. Und dann habe ich in der Spitze, im allerschlimmsten Fall, 12 Kunden gleichzeitig. Die haben einen Termin die Woche, plus werden drumherum noch ein bisschen betreut über WhatsApp. Vielleicht machst du irgendwas für die. Das sind so realistische Modelle, die sehr viele meiner Kunden haben. Jetzt ist die Frage, wie komme ich auf 8.400, ja, wenn ich 6 Kunden aufnehmen kann im Monat. Das kann man sich einfach jetzt ausrechnen. Wir können auch die Preise ein bisschen so anpassen, dass es einfacher zu rechnen ist. Angenommen, wir nehmen jetzt einfach mal pro Kunde, ja, also ein Kunde würde jetzt hier entsprechen 2.000 Euro, das ist ein bisschen einfacher zu rechnen. Ja. Heißt, wenn ich die 8.400 haben will und ich weiß, ich kann maximal 6 Kunden jeden Monat effektiv neu betreuen, dann habe ich ja Glück, ja, denn effektiv hätte ich ja bereits nach nur 4 Kunden die 8.000 geknackt und nach dem 5. Kunden hätte ich hier die 10.000 geknackt, das sind die 8.400 schon enthalten. Heißt, wenn ich auf diesen Level kommen will, von hier oben, benötige ich effektiv am Ende des Tages meine 5 Kunden mal 2.000 Euro. So, mehr ist es nicht. Ja? Jetzt können wir uns überlegen, was wäre jetzt, wenn ich so ein billiges 100-Euro-Programm hätte, das ich verkaufen würde. Oder sagen wir 97 Euro, ja, damit wir so einen schönen psychologischen Preis haben. Wenn ich jetzt hier was für knapp 100 Euro verkaufen würde, dann bräuchte ich hier 84 Kunden jeden Monat, um diese 8.400 Euro zu erreichen, um auf die 100.000 zu kommen. Und glaub mir, 84 Kunden, ja, das sind schon mehr als 2 Kunden pro Tag. Das heißt, du musst einen Weg finden, automatisiert irgendetwas 2-mal am Tag für 100 Euro zu verkaufen, um 100.000 Euro im Jahr zu verdienen. Kannst du am Tag mehr als 2 Kunden finden? Falls du es nicht kannst, ja, dann ist das Modell hier, wo du, sagen wir, jeden 4. Arbeitstag im Monat einen Kunden finden musst, viel einfacher. Ja? Und wenn du den Preis hier noch deutlich über 2.000 Euro hochbringen würdest, ja, sagen wir, wir haben andere Preise als hier 2.000 Euro. Ja? Das erreichen wir mit 5 Kunden à 2.000 Euro. Aber angenommen, wir hätten einen Preis von hier 3.000 Euro, ja, dann brauchen wir hier an der Stelle nur 3 Kunden, ja, um das Ganze zu realisieren. Und wenn wir hier einen Preis hätten von 5.000 Euro, ja, deshalb liebe ich Tafelanschriften, weil ich Linkshänder bin, dann brauchen wir hier nur 2 Kunden. So, und dann sind wir bei dieser Summe. Das heißt, die 100.000 Euro im Jahr zu knacken, wenn man hochpreisige Angebote verkauft, ist sowas von verdammt einfach, dass es ein Riesenfehler ist, wenn man es nicht tut. Und wer das nicht verstanden hat in 2018, dem ist auch nicht mehr zu helfen.